Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Lehmann Audio. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich bin jetzt häufiger schon gefragt worden, wann kommen die Analogtage? Oder von Leuten, die es noch nicht kennen, was sind die Analogtage eigentlich? Und die Analogtage kommen am 27. und 28. diesen Monats, also Oktober 2023, und es gibt wieder ein ziemlich buntes Programm. Und für die Leute, die es noch nicht wissen, was sind die Analogtage? Die Analogtage sind ein, ich würde mal sagen, Multi-Hybrid-Event, weil normalerweise, ja, es gibt Live-Events, die irgendwo passieren, und es gibt Hybrid-Events, da wird dann etwas, was irgendwo passiert, dann irgendwo hingestreamt. Und was wir hier haben, ist ja letztendlich eine Dreiteilung. Also zum einen gibt es tatsächlich Vorführungen bei den Händlern. Ja, die Händler, die mitmachen möchten, können Vorführungen veranstalten. Und zwar sinnvollerweise natürlich von, mit Produkten der Hersteller, die bei den Analogtagen als Kooperationspartner dabei sind. Das ist das eine Ding. Das andere ist, es gibt Vorträge, die online stattfinden. Das heißt, die Kooperationspartner der Analogtage verwandeln die High-End-Society-Firmenzentrale in Wuppertal für 2 Tage in ein Fernsehstudio. Und hier werden tatsächlich die Vorträge aufgenommen und direkt live gestreamt und das erste Mal auf YouTube live direkt. Die Frage ist also, kann man da irgendwo hingehen? Können Teilnehmer irgendwo hingehen? Nein, das geht tatsächlich nicht. Allerdings kann man natürlich die Vorträge online verfolgen. Das geht kostenfrei an jedem internetfähigen Device. Und eventuell gibt es vielleicht sogar den einen oder anderen Händler, der einfach einen Flatscreen in seinem Laden aufbaut und dafür sorgt, dass Leute ihn dann ansprechen, was denn das? Was passiert denn da? Ja, und das wäre natürlich eine besonders schöne Variante der Geschichte. Und die dritte Säule der Analogtage, neben den Händlervorführungen und den Online-Vorträgen, ist das Konzert. Und zwar das Konzert, das stattfindet am 27. Oktober 2023 um 19 Uhr in den legendären Bauerstudios in Ludwigsburg. Ich habe vorhin mit dem Studioeigentümer, mit dem Michael Tumm, gesprochen und er sagt, es gibt tatsächlich inzwischen für dieses Konzert nur noch ein paar wenige Restkarten in Ludwigsburg vor Ort. Es wird da also ziemlich voll. Ich hatte heute Nachmittag das Vergnügen, mit Christine Corvisier zu sprechen. Also bekannte Leute, ja, bekannte meinst. Leute, ja, natürlich. Also ich piele ein bisschen Name-Dropping. Name-Dropping, ja, genau. Das ist die Saxophonistin des Quintetts um Elisabeth Lohninger, das dieses Jahr in Ludwigsburg performen wird. Elisabeth war ja letztes Jahr leider verhindert durch ihre Covid-Erkrankung und ich habe sie natürlich nochmal gefragt, ob sie es nicht diesmal nochmal versuchen wollte. Und sie war natürlich sehr erfreut, dass sie dann dieses Jahr die Gelegenheit hat, ihre Songs dem Publikum darzubieten. Und ja, also ich bin insgesamt super aufgeregt, was das Ganze angeht, weil wir haben wieder einfach Top-Stars an den Instrumenten und an der Stimme natürlich. Ne? Elisabeth Lohninger ist einfach klasse. Und wir haben die Bauerstudios am Start. Das heißt, es gibt wieder die Möglichkeit, live aus den Bauerstudios praktisch die Mischpultsumme in Ton und Bild nach Hause gestreamt zu bekommen. Dafür gibt es dann einen separaten Ticket-Link, dafür dieses Streaming-Ticket. Und dieses Konzert ist dann nach der Ausstrahlung insgesamt noch 3 Tage online erhältlich. Ja, ich bin auch gefragt worden, was denn gezeigt wird auf den Messeständen? Ganz klar, es gibt keine Messestände. Ja, die Kooperationspartner der Analogtage stellen einfach ihre Produkte vor. Das passiert in der High-End Society, also in Wuppertal. Und da gibt es auch keine Möglichkeit, diese Veranstaltung vor Ort zu besuchen. Das heißt, da kann man einfach nur die Vorträge sich anschauen. Wir haben eine Mehrkamera-Umgebung aufgebaut. Das heißt, es gibt 3, eventuell sogar 4 Kameras, die jeweils diese Vorträge filmen. Und übers Bildmischpult wird das dann online gestreamt. Es wird voraussichtlich auch die Gelegenheit geben, Gutscheine für das Streaming-Ticket zu bekommen oder für ein Streaming-Ticket zu bekommen mit einer Rabattierung von einer ganzen Reihe von Händlern. Das ist natürlich eine ganz besonders feine Sache, dass dann der Ticketpreis reduziert wird und der Händler die Gelegenheit hat, einfach seine Kunden anzuschreiben und sie als Kunden darauf aufmerksam zu machen, dass es dieses wundervolle Konzert gibt und dass es die Analogtage gibt. Dann ist noch die Frage, wird jeder Händler, der auf der Analogtage-Website gelistet ist, auch irgendwelche Vorführungen anbieten?
Nein, das ist leider nicht garantiert. Also was ich mit den Händlern vereinbare, ist, dass die Händler ihre Kunden verständigen und sagen, hier, es gibt die Analogtage, schaut euch die Sachen an und wenn ihr hinterher Fragen habt oder Kaufinteresse, sind wir gerne wieder für euch da. Es ist leider nicht garantiert, dass es vor Ort Vorführungen bei den Händlern geben wird. Wer sind denn in diesem Jahr die Kooperationspartner bei den Analogtagen? Ja, ich bin sehr glücklich, dass sowohl Torrens als auch Technix beide jetzt zum dritten Mal in Folge dabei sind, weil man dort offensichtlich erkannt hat, wie wichtig dieses Medium, wie wichtig diese Veranstaltung ist und was man da für ein qualifiziertes Publikum mit erreichen kann. Zusätzlich wird dabei sein unter anderem Karl-Heinz Fink vom Fink-Team. Den muss man nicht groß vorstellen. Karl-Heinz Fink hat schon für B&W und für Wharfdale und für viele andere Hersteller ja großartige Lautsprecher, Frequenzweichen, Elektronik, alles Mögliche entworfen. Und er wird uns teilhaben lassen ja, an seiner Entwicklungsarbeit, wird uns auch Fachvorträge halten. Ich bin da super gespannt drauf. Und, wo ich auch sehr glücklich damit bin, ist die Firma Luxman wird zum ersten Mal vertreten sein und wird also analoge Komponenten aus ihrem Haus vorstellen. Und ja, Cray Baumgartel, der das wohl machen wird, hat noch ein paar andere Sachen dabei, also außerhalb von Luxman. Und auch da darf man gespannt sein, was er für Geräte im Köcher hat und was er uns dazu erzählt. Das Konzert bei den Bauer Studios wird natürlich nicht nur ja, live vor Ort stattfinden und gestreamt werden. Nein, es wird auch wieder eine komplett voll analoge Plattenproduktion stattfinden, die natürlich auch wieder im Half-Speed-Mastering-Verfahren geschnitten werden wird. Und ja, also ne, Daniel Krieger von SST in Frankfurt hat sich schon wieder bereit erklärt, Gott sei Dank, das Half-Speed-Mastering zu übernehmen. Ich bin da sehr glücklich drüber. Wie kann man sich das vorstellen mit diesen Fachvorträgen? Ja, schauen wir uns doch mal an, was zum Beispiel ja, der Herr Räke letztes Jahr uns erzählt hat. Mein Name ist Jochen Räke. Mir gehört die Firma Transrotor. Also ich bin nicht der beste Redner, aber ich kriege das schon noch auf die Reihe. Und dann sagten die, da brauchen wir 400 Geräte. So weit kann ich gar nicht zählen. Gunter Kürten hat im letzten Jahr seinen Entwickler Walter Fuchs dabei gehabt und die beiden haben sich über Details des neuen Torrens Vorverstärkers unterhalten. So Walter, willst du mal das Ganze von hinten zeigen? Weil jetzt wird's aufwendig. Nils Hölscher von Clear Audio war da und hat etwas über die Clear Audio Plattenwaschmaschinen erzählt. Ja hallo, herzlich willkommen zu den Analogtagen. Das ist elementar, also da kommt kein Schallplattenfan drumherum. Die Schallplatte ist ja ein Kulturgut. Da weiß man, dass der Schmutz komplett runter ist natürlich. Wie ist das mit dem Konzert? Was dürfen wir hier für eine Qualität erwarten? An der Stelle zwei kleine Ausschnitte. Einer von Jens Filser und Brenda Boykin mit dem Organic Blues Project von den 2021er Analogtagen. The sound of her walk. Mary Ann, just plain Mary Ann. Mary Ann, just plain Mary Ann. Oh, well, the girls don't know, but the little boys understand. Mary Ann. Just plain Mary Ann. Mary Ann. Just plain Mary Ann. I said the women don't know, but the men all understand. Well, I was walking down the street with my loving man. Lord have mercy, here come Mary Ann. She looked him in the eyes, she took him by the hand. I said goodbye, lover boy. Goodbye, Mary Ann. Und jetzt hier ein kleiner Ausschnitt von Sophia Oster mit dem Axel Fischbacher Trio von den 2022er Analogtagen. Drift by my window, the autumn leaves.
red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburnt hands I used to hold. A cool cat hanging by the bathroom door. He wears a cool hat, a smile so white, his face won't stretch no more. I swear his eyeballs are green, and although it's never seen, I'm pretty sure his tail is tucked beneath the seam of his furry overcoat. Ja, insgesamt ist es also ein ziemlich buntes Programm, was hier präsentiert wird. Ich würde mich freuen, viele von euch bei den Analogtagen 2023 zu sehen und auch von vielen von euch die entsprechende Rückmeldung zu bekommen, wie das Konzert gefallen hat. Die letzten beiden Konzerte haben mir jedenfalls ganz hervorragend gefallen und auch die LP-Verkäufe zum Beispiel von den 2021 Analogtagen sind hochgradig ermutigend. Die erste Auflage ist bereits fast vergriffen. Ja, in diesem Sinne kann ich nur sagen, wir sehen uns. Bis dann.